Den Mongolenbogen, wir setzen ihn nochmal ein. Fraps, ich verfluche dich heute. Gestern ging alles glatt und perfekt und ich hatte mal ein bisschen Niveau in einem Let's Play und dann zerstörst du mir alles, mein Traum. Wir setzen nochmal den Mongolenbogen ein. Das war's. Perfekt. Yeah! Yeah! Ein Feuerwerk! Moment, wir haben jetzt hier noch ein paar Sachen bekommen oder habe ich das falsch gesehen? Ach so, eine Fähigkeit, genau. Wir werden noch einmal Morcheln leveln. Die Attacke mag ich mehr als abziehen. Okay. Vorteile, nächster Bonus in 3. Magie haben wir keine. Hui! Hui! Wie komme ich denn weiter runter? Hier oder? Ach, hier. Ach, das sind wieder Gegner. So, sie sind beide betäubt, Butters. Wir haben einen kleinen Vorteil. Ich werde einen von beiden morcheln, um zu sehen, was diese Aufwertung gebracht hat. Das war's. Noch nicht. Butters, nein. Benutz deine Fähigkeit. Hammer der Stürme. Einen wird es umnieten. Der andere wird es überleben. Das war's. Und du wirst den Bogen deiner eigenen Leute zu spüren bekommen. Perfekt. Butters hat nun viel mehr Erfahrung. Okay. Hier müssen wir raus, schnell. Wow. Feinde, die wütend sind, können keine Spezialfähigkeiten einsetzen. Huch. War's das? Dann gehen wir nochmal zu diesem... Mr. Miyagi. Citywok. Shidiwok. Und werden unsere Quest abgeben. Wenn das möglich ist. There you go, kid. All the shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses, though. They too tough. You call me with this. I give you one per day. Was? Du hast jetzt Zugriff auf einen Beschwörungs... Was? Auf einen Beschwörungsgegenstand. Beschwörungen sind... Ich konnte es nicht mehr lesen. Okay. Du hast einen neuen Freund. Ich muss gucken, was sagt die Quest. Suche Craig in seinem Haus, sprich mit ihm über das Spiel, löse Tweaks dampfendes Dilemma und rekrutiere ihn für Cartmans Truppe. Was machen wir als nächstes? Den Schweinebärmann an einem Wetterhahn und Obdachlose machen wir jetzt auch noch nicht. Finde Jesus, Mr. Sklaves Paket, gib Mr. Slave sein Paket und der Timmy Express. Großwildjagd mit Shimbo. Finde Jesus. Vulkanier in der Nähe. Suche im Gebiet um die Kirche nach Kevins iPad. Dann werden wir mal erstmal Finde Jesus und Vulkanier in der Nähe machen. Das ist am nächsten bei uns. Ein bisschen Geld, denn Geld regiert die Welt. Und wir müssten nicht nach unten kommen. Verdammt. So, zwei Quests haben wir erledigt. Weiter geht's mit der dritten. $0.55. Huiuiui. Laden. Hier ist doch irgendwo die Kirche, oder nicht? I don't even like donuts. That's the sad truth. Ach so. Oh, oh je. You'll pay for that.
Hallo, ich hab dich doch auch abgeschossen. Verstehe ich nicht. Wieso wird der nicht betäubt? Beschwörung. Miniaturgong. Ah, das brauchen wir aber noch nicht. Ich denke, das ist sowas Specialhaftes. Das könnte man sich gut aufheben. Der Mongolenbogen. Was passiert, wenn ich A drücke? Ich würde es nicht riskieren, ich mache lieber auf X. Obwohl, falls der jetzt überlebt, der noch übrig ist, kann man es ja mal ausprobieren. Ich war zu früh, nein! Ach, jetzt ist er wieder da. Oha! Der Bogen ist echt der Hammer! Philipp Actionfigur und die Kacke, die gepinkelt hat. Hier ist die Kirche. In der Kirche sollen wir Jesus finden, nicht wahr? Und um die Kirche sollen wir was suchen. Ein iPad. Ach, da ist er ja. You found me. Tihihi. Next time finding me won't be so easy. Du hast Jesus gefunden. Kehre zu Priester Maxi zurück. Aber erst suchen wir noch das iPad. Vielleicht hat das ja jemand von denen gesehen. Der hat eins in der Hand. Okay. Hier könnte man ja mal die Beschwörung zeigen, ne? Jetzt lohnt sich, sind drei Gegner. Ach, ich kann bloß einen davon, oder wie? Nehmen wir mal den. Kimchi! CD Vogue! Okay, so schnell kann's gehen. 12 Erfahrungspunkte. Ein Elfenohr, hier ist aber kein iPad. Ist hier hinten vielleicht ein iPad? Ach, da ist es ja. Es ging jetzt aber ganz schön schnell. Ist hinter diesem Baum vielleicht auch was? Da komme ich gar nicht hinten dran. Dann gehen wir zu Priester Maxi. Rennen! Kurz! Zu Priester Maxi. Der war doch hier auf dieser Straße irgendwo. Tüdelü, da ist er ja. Do not despair, for many find Jesus only to lose him later. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Was? Finde Jesus noch einmal. Ach, du hast Jesus gefunden. Ich denke, der ist wieder in der Kirche. Dann machen wir das mal. Ding, 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 ding. Kirche. Hallo? Kann man hier rein? Ach. Aha. Neue Nachricht von Skeeter. Da jetzt die Ratten weg sind, können sich die Kakerlaken ungehindert vermehren. Schätze, wir hätten uns nicht mit Mutter Natur anlegen sollen. Erstmal sagen wir Jesus Hallo. Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Du hast Jesus gefunden. Oh, zwei Freundschaftsanfragen. 25 Freunde, Vorteil. Vorteil. Nächster Bonuspunkt in 10. Auf dich angewendete Debuffs halten eine Runde weniger als normal. Bewirkt mehr Schaden bei betäubten Zielen.
Wiederbelebungstränke, die du auf dich oder deinen Begleiter anwendest, bringen dem Empfänger jetzt die volle Gesundheit zurück. Bei Feinden, die angewidert sind, du erhältst immer 2 MP, wenn du einen heilenden Gegenstand benutzt. Dein erster Angriff in jedem Kampf bewirkt zusätzlichen Schaden. Die Verwendung heilender Gegenstände lässt deine Angriffe eine Weile mehr Schaden bewirken. Deine Angriffe fügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist, bewirkt zusätzlichen Schaden bei Feinden, die bluten. Das nehmen wir mal, da ich ja Morchelkönig bin. Ich bin ja der Morchelkönig, ne? Neue Nachricht, was? Rosenkranz, Herbeirufung freigeschaltet. Ich bin froh, dass du Gott gefunden hast, aber wir haben Jesus gefunden. Aber sei immer wachsam, denn er kann in Zeiten der Not an den ungewöhnlichsten Orten gefunden werden. Ich habe ihn mal in meinem Kamin gefunden. Jesus gefällt das. Okay. Okay. Wo war denn jetzt dieser Vulkanier? Bei dem müssen wir ja vorbei das iPad zurückbringen. Und hier sind schon wieder Elfen. Aber um die kümmern wir uns jetzt mal nicht. Quests, wo war das denn? Der Team Express, Versteckspiel, Torzerstörer. Gib Mr. Sklave sein Paket. Großwildjagd mit Versteckspiel. Ach hier, Vulkania in der Nähe. Kehre zu Kevin Stoleys Zimmer zurück und gib ihm das iPad. Der wohnt hier unten und wir haben... Ach, wir haben direkt nebenan eine Schnellreiseflagge. Okay. Die müsste hier sein und dann läuft die Sache. Du weißt nicht, was du als nächstes zu tun hast. Doch weiß ich. Schneemann kaputt hauen. Wir gehen jetzt mal diesen Vulkan ja. Was ist denn heute los? Ow, geez. Oh, it's on. Alle drei betäubt. Ein riesiger Vorteil für uns. You sure that is? Okay. Wir setzen mal den Mongolenbogen ein. Auf ihn hier. Er brennt. Perfekt. Butters, du benutzt wie immer den Hammer der Stürme für einen doppelten Angriff. Nein, ich war zu früh. Nein. Das war's für ihn. Das war's für ihn. Was macht der Priester? Der Priester kann nichts tun. Dann werden wir ihn mit Buttersummer bezwingen. Ich drücke immer ein bisschen zu früh und bin trotzdem perfekt. Cool. Machttrank haben wir voll. Gesundheit klein haben wir voll. Und das Geld haben wir voll. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Ah nein, doch nicht. Noch ein Haus weiter. Hinter dem Baum ist nichts. Nothing. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Auch nicht. Wo müssen wir denn rein? Hier vielleicht? Auch nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Wie kann das sein? Wir müssten doch hier richtig sein. Und hier müsste auch irgendwo der Vulkanier sein. Na nö. Die spricht gar nicht mit uns. Was mit dir? Sprichst auch nicht mit uns? Wir müssten doch hier die Quest haben mit dem Vulkanier. Ein blaues Haus. Also hier. Okay, okay, okay. Wir haben es gefunden. Hier haben wir schon alles leer gelootet. Und jetzt bringen wir dem Vulkan ja das iPad. Huch, Entschuldigung. Na du,
galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend. On Facebook. On Facebook. Okay. Rakete der Verlangsamung. Was ist denn das? Inventar. Rakete der Verlangsamung. Level 4. Verlangsamt dein Ziel bei einem perfekten Treffer, trifft für zusätzlichen Schaden stark gegen Rüstung. Der Mongolenbogen ist aber auch mega gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir als nächstes... Oh, Keramikscherbe. Was wir als nächstes tun. Ich würde sagen, wir rekrutieren Token. Wir haben ja jetzt eine Gasmaske. Sprich, wir dürften nicht mehr aktiv gegen das Pfefferspray sein. Hier wohnt Token, ne? Wenn du nicht mehr genau weißt, ob du... Ja, ist doch okay. Na nü. Motherfucker. Was? Are you gonna rape us? Wir vernichten erstmal diesen Vollstrecker hier. Und er brennt. Das war's für ihn. Naja, lohnt sich eigentlich gar nicht, aber... Da war's ja jetzt eigentlich sogar egal. Das war's für dich, Elf. Ich fühle mich momentan so mächtig gegen diese Gegner hier. Kann ich mich auf jeden Fall behaupten. Und wir sollten die Gasmaske anziehen. Luke, ich bin dein Vater. Na du Puppe? What the fuck? Oh no! What the fuck? Wie viel hat denn der, wenn ich mal gucken darf? 213. Den schaffen wir. 1, 2 und 3. Er blutet. Butters. Du wirst ihn wütend machen müssen. Er ist angepisst. Das war ja gar nichts. Und wir setzen unseren Bogen ein. Das war's. Oh yeah. Schneller Kampf. Level 4. Echt jetzt? Level 4? So schnell? Inventar. Der Knüppel ist, naja, hochgerechnet gar nicht mal wirklich besser als den wir jetzt haben. Du erhältst 1 MP. Na, und hier Schwächen. Naja, können wir uns ja noch überlegen. Ach, ich kann ja jetzt noch hier bei Fähigkeit... Oh, sogar nochmal. Erfolgreiches Mörcheln bewirkt jetzt zweimal Bluten. Und zum Schluss betäubte Ziele nehmen zusätzlichen Schaden zu. Und hier können wir aber auch 3 Stück erhöhen. Erhöht den Schaden deiner Angriffe mit Abziehen. Erfolgreiche Stehlversuche nehmen deinem Ziel jetzt einen zufälligen positiven Status. Wenn du erfolgreich von einem Feind stiehlst, füllst du auch ein paar TP auf. Das lohnt sich erst ab Level 4, deswegen gehe ich noch einmal auf Morcheln. Und ja, jetzt gehen wir mal hoch zu... Oh, da sehe ich doch was. Nanü? Wiederbelebungstrank. Naja, da haben wir ja genug. Ach, wir müssen eh nach oben. Okay. Eine riesige Garage. Gucken wir uns mal um. Oh, eine Truhe. Klosterbrudermütze, Geld, Wasserballon, Token-Perücke. Barry Bonds Schläger, oh, Okama Games 4, Bassgitarre, DVD, König der Löwen. Da können wir auch direkt mal gucken, ob die besser ist als die Gasmaske. Die Druidenkrone, fügt 2 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Du erhältst jede Runde 2 MP, wenn du draußen bist. Und die Kloster, du erhältst 1 MP, wenn du geheilt wirst. Dann nehmen wir die Druidenkrone. Ja. Okay.
Da oben ist wieder so eine Sonde. Hm. Ich hoffe, wir lernen noch, was es damit auf sich... Ui! Hat... Chin Pokémon! Ja? Can I help you? What's this? Oh, the L stick the stick again? Hang on a second. Okay, wir warten. Thank you for that message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Ach herrje, ich mag das Spiel einfach. Was ist denn unser nächstes Ziel? Oh, der Security-Mann ist jetzt drin. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Shame on you, Security-Mensch.